Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. So, ich habe ja gesagt, dass wir warten werden, bis wir hier den Indoraptor auf 100% haben. Das ist jetzt der Fall. Zusätzlich habe ich schon in die Wege geleitet, dass wir hier unseren Indominus Rex hier wieder verschieben, weil er eben auf den Gesundheitslevel gesunken ist, dass er bald hier etwas braucht. So, wir müssen ihn aber freilassen. Das sieht so aus. Wir kommen da nicht durch. Wir müssen ihn freilassen. Es wird hier nichts gemacht unten. Der hier geht essen. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. So, der kleine Giftige. Ja, erst jetzt hat er es akzeptiert. Sollte die nächste Aufgabe kein Problem darstellen. Kreuzung im Hammond-Entwicklungslabor erschaffen, den Spinoraptor. Kommt nochmals einer. Au, 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 jetzt auch noch ein Spinoraptor. Offenbar stellen wir hier die größten Hits des Dr. Wu nach. Okay, da fehlt nicht mehr so viel, aber ich glaube, die gehen aufeinander los hier. Ach, ich weiß es nicht, was passiert. Ich hoffe ja nicht, dass sie aufeinander losgehen. Aber der hier ist einfach irgendwie... Ihr seht's, der greift wahrscheinlich einfach die Teiler hier an. Wenn wir hier vielleicht betäuben, dann haben wir mal eine Zeit lang kurz Ruhe. Das wäre nicht schlecht. Die Gesundheit ist arg im Eimer. Also das heißt, wir werden ganz kurz hier... das nachher machen. Du wirst jetzt hoffentlich zuerst mal auf Wassersuche gehen. Jawohl. Auf Wassersuche und dann kannst du hier den hier betäuben. Wobei hier er auch auf Wassersuche geht. Ich hoffe, dass er aber noch ein bisschen nach oben kommt mit Trinken. Nein, wird er nicht. Er wird nicht trinken gehen, aber dafür der andere... Jetzt ist er auch betäubt hier. Das passt. Der hier ist am... Was? Doch, er ist am Trinken. Aber ich sehe... Ja, jetzt ist er auch betäubt. Nur das Problem ist, jetzt weiß ich gar nicht... Sein... beides ist der Gesundheitszustand nicht wirklich optimal. Okay, gut. Das ist ja nicht so schlimm. Wir müssen uns jetzt noch kurz auf den Spinoraptor konzentrieren. Und dann alle in einem Gehege vielleicht? Da bin ich gespannt, aber ich werde ziemlich sicher danach kurz eine Sicherungsspeicherung auch machen. Also, Spinoraptor, da habe ich richtig gelesen, ja. Weil wenn ich jetzt den wieder zurückziehen müsste, würde ich natürlich logischerweise auch das Geld verlieren. Oder den großen Teil am Geld verlieren. Gut. So, der hier geht langsam ans Limit. Und bei dem hier unten, den sehe ich leider nicht optimal zum Anvisieren, muss ich ihn wieso anvisieren. Und der ist aber gesundheitsmäßig, geht der langsam runter. Aber ich denke, das Problem oder, nein, nicht das Problem, es sind beides Dr. Wu-Ziele. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und auch der Spinoraptor wird ein Dr. Wu-Ziel sein. Aber ob die aufeinander losgehen, das ist die andere Frage. Oder ob wir die alle einzeln halten müssen, ist auch so eine Sache. Wir wissen aber, dass wir ansonsten hier unser Gegengift haben, den Spinosaurus. Ich habe den ja Gott sei Dank bis jetzt behalten. Ich wusste ja nicht, dass nochmals ein Spinoraptor kommt. Aber ich bin jetzt eigentlich gerade froh, habe ich den noch nicht verkauft. Und im Notfall, wir können ja diese hier... betäuben. Aber den Spinoraptor ja natürlich nicht. Und dann müssten wir hier den Spinosaurus wieder ins Gehege einbinden, falls dann der Spinoraptor wieder in eine aggressive Haltung kommen sollte, wie eben auch hier unseren Indominus Rex, der hier leider die Geborgenheit unbeschreibt hat. Der hier ist IO, aber der hier eben nicht. Und darum ist die Chance, dass der hier ausbricht, eben auch relativ groß. Gut.
Der hier ist auch guten Mutes, das passt soweit alles. Und der hier hat jetzt aber halt wieder ein Weichen, jetzt um das Ganze auszubrüten. Das wusste ich halt eben leider wieder nicht. Und jetzt sind wir wieder im selben Thema drin. Wir müssen warten. Das ist ja ein bisschen der Nachteil hier. Man muss relativ viel warten. Und in der Zwischenzeit, ja, was will man denn hier tun? Wir können nur warten. Andere Sachen können wir nicht unternehmen. Wir könnten Schönbau betreiben. Ja, das könnte man. Ja, warum auch nicht. Aber ich sehe das hier nicht wirklich ein, was man da so machen könnte. Vielleicht kann man hier etwas machen. Eher Schlamm oder Fels. Wenn ich das hier mal mache. Wenn das passiert hier logischerweise nicht. Nur wenn man irgendwie Erhöhungen macht. Hier, man sieht, es passiert hier nichts. Das bleibt. Das ist dann nur der Fels, wie das dann aussehen sollte, könnte, wenn man hier Gefälle macht. Da kann ich das irgendwo demonstrieren. Nein, ich kann das nirgends demonstrieren, doch vielleicht hier. Ja, dann sieht es eben dann so aus. Normal. Nein, jetzt habe ich Schlamm genommen eigentlich. Okay, wenn ich Gras nehme. Okay, und dann hier Felsig. Sieht es dann so aus. Ja gut, so. Obercool ist es jetzt auch wieder nicht gemacht hier, aber wenn wir hier alles ein bisschen felsig machen, gewisse Erhöhungen. Wow, okay, dann sieht es gerade ein bisschen extremer aus. Nein, hier kann ich die Fläche wieder... Das ist ja interessant hier. Das ist interessant. Da machen wir jetzt aber liebend gerne nicht so etwas. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Das behalten wir schön auf grün. Weil wir haben da nicht große, Felsvorsprünge hier unten eigentlich auch nicht. Ja doch, hier haben wir schon ein bisschen Erhöhung. Das können wir hier hinten ja so lassen mit Felsen da. Das macht sich doch gar nicht so schlecht. Hier vielleicht auch noch. Und man kann hier vielleicht kleine Sachen hier machen, weil es doch ein bisschen absteht hier. Nicht, ja, gut, man kann hier schon, dass es ein bisschen nach oben geht, dass man das auch sieht hier. Kann man natürlich schon ein bisschen darstellen. Na, das sieht auch nicht so schlecht aus. Irgendwie so noch reinbringt, ja, diese komischen Erhöhungen. Aber dass man hier, da geht's dann wieder. Oh, halt, Schlamm, falsch, Gras. Haben wir hier sonst noch was, was man ein bisschen... Nö. Rest lassen wir mal so. So, wie geht's euch denn eigentlich? 90%? Ich denke, euch bringen wir mal wieder auf die Beine. Indoraptor hier hinten platzieren. Und dich hier platzieren. Weil du siehst, glaube ich, auch nicht mehr so top aus hier. 87%, 90%. Ja, es wird Zeit, dass er wieder erwacht. Und du bist auch schon im letzten Drittel. So, unser Gegengift, wie geht's dem? Der müsste eigentlich auch noch guter Dinge sein. Du hast eine Lebenserwartung von 79 plus 20. Ja, 99 Jahre, auch nicht schlecht. Bist du erst 15? Das passt. Wie sieht es bei dir aus? Du hast jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 78 Jahre. Oh, okay, 102 bzw. 115 kannst du werden. Gut. So, ihr werdet jetzt wieder runtergelassen. Seid ihr da auf freiem Fuß? Sofort auf Wassersuche bitte. Dass ihr zu Kräften kommt. Sehr, sehr wichtig. Du bist dehydriert. Ja, ebenfalls auf Wassersuche. Dann haben wir vor euch Ruhe. Und dann kommt eben dieser Kollege. Sobald ich den auf 100% habe, mache ich ganz kurz eine Speicherung. Einfach, falls was schief geht, was wir eigentlich korrigieren könnten, dann können wir es dort nochmals laden. Weil das andere ist schon, es braucht halt die Zeit wieder, wenn hier etwas schief geht, dass wir wieder alle haben. Vor allem jetzt der Spinoraptor. Wenn dann der hier etwas anstellt,
dann könnte er eventuell sehr vieles anstellen und eventuell zerstören. Und das muss ich nicht unbedingt haben, dass wir dann wieder von vorne beginnen, weil das einfach hier nicht ins Let's Play passt. Hier, wenn man hier zu viel Zeit verstreichen muss oder Leerlauf verstreichen muss, ja, je nachdem halt. Gut, der ist jetzt dann gleich auf 100%. Ich mache schon mal kurz die Speicherung. Oh, wir sind hier auch schon bei 22. Es geht eigentlich auch schon ratzfatz vorwärts hier von den Dr. Wu Sachen. Unsere ist ansehlich. Die Gäste kommen weiterhin. So, jetzt ist er hier. Wir lassen dich frei. Wir werden jetzt gucken hier. Der ist am Kommen hier. 92%. Er ist am Heilen. Wo ist der andere? Hier ist der Indoraptor. Erhöhen Sie die Kampfverrufenheit von einem Indominus Rex auf 100, vom Indoraptor auf 100 und vom Spinoraptor auf 100. Jetzt ist die Frage, oh je, also ich hole mal ganz schnell den Ranger, weil ich muss da nicht. Ja, genau, jetzt geht das wieder los. Zuerst halt, ich muss bei dem da. Es geht nämlich schon in die Kämpfe wahrscheinlich. Bin ich sicher? Ja, da geht schon in den Kampf. So, da muss ich aber auch heilen. Eieiei, jetzt kommt der auch noch. Halt, dich hier heilen. Dich hier heilen. Du drehst da wieder mal ein bisschen am Rad. Oh, niedrige Gesundheit. Ja, du auch. Nein, nein, nein. So, jetzt hast du wieder ganz oben. Ja, ihr kämpft jetzt da die ganze Zeit, oder? Ui. Und du? Du machst hier gar nichts. Oh, jetzt ist wieder die Gesundheit. Oh, nicht getroffen. Nicht gut. Jetzt aber. Aha. Er hat aufgegeben. Ein bisschen heilen. So, Max. Sehr gut. Ganz kurz mal gucken, ob man hier noch irgendwo reparieren muss. Kampfverrufenheit haben wir noch nichts hier. Ja, die haben alle in einem Gehege. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch machen muss. Keine Ahnung. Sieht man das dann irgendwo? Jetzt greift der wieder den Zaun an. Ich glaub's ja nicht. Aufgabe hinzufügen. Kurz reparieren. Oh, aber schnell bitte. Ach Mann. Das geht einfach ewig lange, bis der hier reagiert. Ja, jetzt ist der Soundeffekt. Reparatur nicht möglich. Na toll. Ach, bis der immer reagiert. Es ist einfach schon. Ja, alles kann man hier öffnen. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Ist aber nicht so tragisch, weil wir können den betäuben. Den anderen können wir nicht betäuben. So, Kampfverrufenheit. Übrigens können wir uns ansehen, ob das hier was gebracht hat. Hier haben wir Kampfverrufenheit. Nix. Das heißt, man müsste. Das ist nur, wenn er gewonnen hat. Gibt's hier was, oder? Kann das sein? Ja. Gut, das gibt's nur, wenn man gewonnen hat. Da müsste man eigentlich andere Dinos hier einsetzen. Gut, geht in die Basis zurück. Okay, dann den Transport hier. Was machen wir denn hier? Könnt ihr einfach einen anderen Dino reinbringen? Das wäre eine Möglichkeit hier. Die Frage ist nur, welchen Dino, der hier ein bisschen Gegenwehr leistet. Jetzt haben sich die aber wieder gefunden, diese beiden. Ach, ach, ach. Die haben alle, ja, sofort wieder, wir müssen da etwas anders machen. Ah, halt, 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 halt. Ich muss ja Fahrzeug selbst lenken. Oh, jetzt, wahrscheinlich wird mir jetzt einer sterben. Ach, ja, also ich glaube, ich muss das wahrscheinlich wiederholen. Nein, auf diese
Joa. Trifft er nicht. Come on. Da. Gut, der geht wieder weg hier. Irgendwie hat der so keine Chance. Ich heile dich da auch noch. Gut, du bist geheilt. Och, aber das hier ist schon extrem hier. Bei denen geht's gut. Aber ich glaube, ich muss da einen weiteren Dino hier reinbringen. Weiß nicht, was für einen. Einer, der man zerstören kann. Die Frage ist nur, einen billigen. Einen billigen kleinen hier vielleicht. Vielleicht der hier. Komm, ich mach mal so einen. Lass den dann auch hier rumlaufen. Ich glaube, wir werden den da wieder betäuben. Das, jetzt wird es noch ein bisschen spannend hier. Ja, den können wir nicht. Indominus Rex könnte man vielleicht noch. So, und dann lassen wir die frei. Die könnten wir natürlich auch in ein anderes Gehege bringen. Vielleicht zu denen hier unten. Nein, die sind zu stark hier. Und hier weiß ich nicht, was da passiert. Aber wir werden sie jetzt mal ganz kurz eliminieren. So, der ist am Heilen hier. Und die greifen ja die ganze Zeit einander an. Aber eben, die kommen dann eben nicht in eine Kampfverrufenheit rein. Ich kann ja da mehrere ausbrüten von denen. Die Frage ist nur, reicht es auch? Und du lässt den einfach schön in Ruhe. Ich kann den da nicht wirklich heilen. Und einen neuen machen will ich auch nicht wirklich. Wir können euch da aber wieder alles öffnen, weil sonst verlieren wir hier auch an Geld. Was ist jetzt wieder passiert? Oh, Mission fehlgeschlagen. Ist ein Dino gestorben? Nein, also das darf ich ja nicht machen. Alles klar. Wir gehen in den Ladeprozess, holen uns den Spielstand hier wieder. Das geht natürlich gar nicht. Nein, also es klappt so nicht. Wir müssen etwas anderes haben. Wir müssen den Binoraptor ganz zum Schluss dann holen. Dürfen sie nicht betäuben. Wir müssen ja die Kämpfe hier zulassen und dann halt immer wieder reagieren. Okay. Wir lassen euch wieder frei und gleichzeitig können wir eben einen weiteren Dino hier planen. Wenn der draußen ist, können wir hier nochmal. Ich nehme einfach mal den Trodon. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich nehme den einfach mal. Oh, jetzt gehen aber zwei andere aufeinander los. Ach, come on, ich will da rein. Los, los, los. Ich will nicht nochmals wiederholen. Niedrige Gesundheit, jetzt schon. Ich habe noch... Na, schnell, 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 schnell. Wo bist du? Hier. Schnell, schnell, schnell. Jawohl, und dich auch. Oh, gleich in den Po hier. Oh, nicht hier. So. Nein. Lasst euch doch in Ruhe. Ja. Max. Sehr gut. Auffüllen. Geht weg. Geht. Jawohl. Okay. Ah, ich könnte dich aber doch noch ein bisschen mehr. Du bist schon hoch genug. Jetzt geht er aber wieder auf ihn los. Nein. Okay. Und du auch. Niedrige Gesundheit. Warum? Du wolltest wieder nach oben kommen. Ja, du wirst auch nach oben kommen. Okay. Gut. Wo ist der Trodon? Der kommt bald. Jetzt sind alle hier in der Nähe.
Eieiei, der Spinoraptor, der guckt sich da auch ein bisschen um hier. So, jetzt hoffe ich dann mit den Troodons, da gibt es ein bisschen Ärger dann. Und da lassen wir natürlich das Ganze auch sein. Halt, du bleibst hier schön drin hier. Ups. Wollte dich dann da, ja, greif da mal das Teil hier an. Du. Gut, da lassen wir dich frei. So, gleich beide freilassen. So, und dann hier auch Fahrzeug lenken. Greif nochmals an, dann kann ich gleich den Zaun wieder heilen. Oha. So, jetzt bin ich gespannt hier, was passiert. Weil die passen ja eigentlich hier gar nicht rein. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht. Nicht gegenseitig angreifen, aber das wird wahrscheinlich der Fall sein. Ja, logisch. Zwischen denen gibt es jetzt einen Kampf hier. Hm. So, heilen. So. Bis der eine wieder aufgibt dann. Vielleicht. Aber der Indominus Rex ist einfach zu stark hier. Auch der Indoraptor, der ist zwar flink und wendig. Uiuiui. Okay, auch dich gleich wieder heilen. Gut. Ja, das auch. Der greift dafür zweimal an. Und dann noch extrem hier. So, die Gesundheit schnell wieder auf 80% bringen. Und der Troodon, der rennt dem noch zwischen die Beine durch. Ja, das lasse ich hier laufen hier. Niedrige Gesundheit von dem da. Und noch schnell in den Popo. Ein Zäpfchen da geben. Der geht aber jetzt. So, also der Troodon. Hoffentlich geht der down. Dann wäre der erste schon mal. Aha, sehr gut. Dann können wir den da entfernen. Ja, der schläft. Du bist noch ein guter Kollege hier. So, also. Ist der Kampfverrufenheit jetzt nach oben gekommen oder. Jö. Okay, aber wir holen nochmals ein paar Troodons rein hier. Ich glaube, die kann man sehr gut jagen. Dann haben wir Transport. Bitte den abtransportieren. Halt, 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 halt. Du gehst da nirgends hin. Schön hier bleiben. Du musst da nämlich auch reparieren. Leicht. Auch nicht. Ich muss immer im Blickfeld haben, dass sie da nicht aufeinander losgehen. Also ich werde wahrscheinlich hier immer mal ein bisschen rumfahren hier. So, jetzt haben wir. Ja, der Spinoraptor hat ein bisschen geschlafen hier. Sehr schön. So, was ist der nächste Kampf hier? Wow, da ist ein bisschen was los hier, aber das gefällt mir. Jetzt ist mal Action da angesagt. So, muss da durch. Dankeschön. Ich würde da gerne noch das hier auffüllen. Dankeschön. Muss irgendwo sein, wo ich ein bisschen den Durchblick habe. Greift er wieder da an. Das ist natürlich auch die Schwierigkeit hier, denn der Ranger, der will natürlich die ganze. Also, Reparatur nicht möglich. Doch, jetzt hat's, nein, er hat nicht repariert. Aber wenn der dann weggeht, dann vielleicht. Wer ist jetzt repariert? Ja. Gut. So. Oh, jetzt sind die wieder zu einem Kampf. So, Action pur. Der Spinoraptor ist ein bisschen der Trigger hier. Aber weil es eben keinen Gewinner gibt, dann ist eben halt das Problem. Dass es eben auch keine Kampfverrufenheit gibt. Obwohl hier eigentlich die Dinos relativ stark lädiert sind. Aber so geht eben auch relativ stark die Zeit rum, wie ich da so sehe. Gut, wir haben es nochmals wiederholt, das müssen wir auch sagen. So, die Gesundheit schnell erhöhen, aber jetzt komme ich dann bald nicht mehr nach.
So, lass ihn in Ruhe oder verschwind einfach. Oder wer geht? Gut. Alles klar. Dann lassen wir euch da wieder frei. Ja, wieder was zu jagen. Habe ich beide, ja. Gut. Trodon, sehr gut. Da gibt es wieder einen Kampf. Okay. Wie sieht es hier vorne aus? Nein, ich darf nicht so nahe ans Tor. Sonst geht dann der Kerl mir da noch raus. Die haben sich schon wieder entdeckt hier. Toto Dino. Nein, nicht nochmals zum Kampf, bitte. Ja, so, der erste Kampfverrufenheit hätte man. Ja gut, jetzt wäre es gut, wenn man hier ein anderes Gehege hätte. So, fordert euch nicht raus. Doch, das wird geschehen, oder nicht? Nein, ich brüte nochmals zwei aus hier. Gut, jetzt haben wir aber den Indoraptor. Den Indoraptor, den könnte man... Luminus Rex, wo ist er denn? Der Indoraptor, der hat... Oder hat der auch schon einen Kampf gehabt? Nein, es ist nicht der. Es ist nur der Indoraptor, der hier jagt. Jetzt der Spinoraptor, doch. Also die Kleinen, die sind ebenfalls auch für den Spinoraptor geeignet. Von dem her rütten wir hier nochmals von denen hier aus. Von dem toten Dino. Es wird wirklich heftig hier. So, wo ist der Ranger? Nicht zurückgehen. Er ist zurückgekehrt. Nicht sein. Bitte drinnen bleiben. Oh, die Folge. Die Folge ist bald vorbei. Ich muss einfach gucken, dass ich da nicht die Dinos verliere. So, der Spinoraptor müsste ja jetzt... Ja, toll. Gehen die da wieder für einen Kampf. Gut, schnell, schnell, schnell hier. Schnell, schnell, schnell. Gut. Der Trodon, das ist okay hier. Aber es ist wieder der Indominus Rex. Das ist eigentlich nicht gut. Ich muss den irgendwo... der Indoraptor. Ich muss den irgendwie dann rauskriegen. So, ich mach noch den Kampf hier. So. Nochmal ein Angriff, oder? Wow. Oder nicht? Geht ihr? Ja, ihr dürft eigentlich auch weggehen. Nein, es gibt nochmals einen Angriff. Oh, der ist aber massiv gewesen hier. Schnell heilen. Ich glaube, er gibt auf. Ja, jetzt gibt er auf hier. Sehr gut. Och, und der geht wieder auf einen los. Nein, er frisst ihn wahrscheinlich. So, okay, gut. Wir machen in der nächsten Folge hier logischerweise weiter. Wir werden den Indoraptor aus dem Gehege entfernen dann. Und dann etwas anderes noch machen mit dem. Vielleicht werden wir den hier zum Spinosaurus dann bringen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Aber es ist auf alle Fälle etwas Spannendes hier. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier. Und dann in der nächsten Folge geht es hier weiter. Besten Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.